Hallo, Servus und willkommen zum vierten Video. Wie du Funktionsgraphen in vertikaler Richtung verschieben und skalieren kannst, das weißt du ja schon. Und heute schauen wir uns an, wie wir das in horizontaler Richtung hinbekommen. Und dabei spielen die Verkettungen eine große Rolle. Wir starten gleich mit einem Beispiel. Du siehst hier die Gleichungen und Funktionsgraphen von den Funktionen f und g. Und die Graphen sind offenbar deckungsgleich, nur zueinander verschoben. Wir versuchen jetzt mit Hilfe einer Wertetabelle einen tieferen Einblick zu bekommen, wie das zustande kommt. Versuch das einmal selber und wir werden das dann gemeinsam auflösen. So, wir betrachten nun mal zuerst die linke Wertetabelle für die Funktion f. Wir sehen, wir haben hier ausgesuchte Werte für das Argument x und das durchläuft in ganzzahligen Schritten die Werte von minus 3 bis 3. Die Funktion f ist die Quadratfunktion. Demnach haben wir natürlich die Quadrate dieser Zahlen in der Spalte für die Funktionswerte. In der rechten Wertetabelle für die Funktion g machen wir allerdings einen Zwischenschritt. Wir haben diesmal x-Werte von minus 5 bis plus 1, zu denen wir zunächst 2 addieren jeweils. Und das resultiert eben wieder in dieser Abfolge von minus 3 bis plus 3. Klarerweise, wenn wir diese Werte quadrieren, bekommen wir dieselben Funktionswerte wie zuvor links. Jetzt ist allerdings zu beachten, dass wir bei der Funktion f bei minus 3 gestartet sind und bei der Funktion g bei minus 5. Auch wenn wir dieselben Funktionswerte erreichen, bei der Funktion g passiert das 2 Schritte vorher. Und das Ganze geschieht eben durch diese Verkettung mit dieser linearen Funktion. Wenn wir diese beiden linearen Funktionen, also x und x plus 2, vergleichen, dann wissen wir natürlich, die haben beide die Steigung 1, das heißt, die reellen Zahlen werden im gleichen Tempo durchlaufen, bei der Funktion x plus 2 allerdings 2 Schritte früher. Und deswegen verschieben wir den Graph auch nach links. Also die Funktion g, die kommt quasi zu früh gegenüber der Funktion f. Man schreibt hier auch, g von x ist gleich f von x plus 2. Also wenn wir hier eine Zahl addieren, verschieben wir den Graphen nach links. Also der Graph von g entsteht durch Verschiebung des Graphen von f um 2 Einheiten nach links. Wir können das Ganze auch nochmal zusammenfassen. Wenn wir in eine äußere Funktion f eine lineare Funktion der Form x plus c für ein positives c aus den reellen Zahlen einsetzen, dann verschieben wir den Graphen von f um c Einheiten nach links. Das ist die Situation von eben. Umgekehrt, wenn wir eine Funktion der Form x minus 2 in die Funktion f einsetzen, verschieben wir den Graphen von f um c Einheiten nach rechts. Das heißt, die Funktion kommt zu spät quasi gegenüber der Funktion f. Wir fassen das nun nochmal zusammen in einer Wiederholungsaufgabe, wo sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Verschiebung vorkommt. Du siehst hier, der Graph der grünen Funktion g ist gegenüber von f in vertikaler Richtung verschoben und auch in horizontaler Richtung. Versuch nun mit Hilfe des Lückentextes die Zusammenhänge selbst herzustellen. Vielleicht sei hier noch angemerkt, als Erinnerung, das was außen passiert, bewirkt eine vertikale Verschiebung und das, was innen passiert, eine horizontale Verschiebung. Viel Erfolg, bis gleich. So, schauen wir uns das auch gleich gemeinsam an. Wie wir hier erkennen können, ist die Verschiebung in vertikale Richtung um 2 Einheiten geschehen und jene in horizontale Richtung um 3 Einheiten nach rechts. Wir erinnern uns von gerade eben, die horizontale Verschiebung um 3 Einheiten, wir verschieben hier nach rechts, die passiert ja durch eine Subtraktion. Das heißt, wir können in die äußere Funktion f x minus 3 eintragen. Das war der zweite Fall vom vorherigen Merkblatt. Die vertikale Verschiebung, die kennen wir aus dem letzten Video. Wir verschieben hier um 2 Einheiten nach oben. Und das geschieht durch Addition von 2 zu der gesamten Funktion. Das heißt, an jeder Stelle wird 2 zum Funktionswert addiert. Interessant wird es beim Fragepunkt b.
weil hier ist selbst eine Funktion zu zeichnen. Wir haben die Funktion h ist gleich f von x plus 2 minus 1. Dieser minus 1er bewirkt eine Verschiebung um 1 nach unten von f und plus 2 eine Verschiebung nach links. Was passiert hier? Eine Verschiebung von f um 1 nach unten würde bedeuten, wir nehmen jetzt einmal irgendeinen Funktionswert, zum Beispiel diesen hier. Dieser Knick ist natürlich sehr markant. Wir verschieben um 1 nach unten und dann steht hier ein plus 2. Und plus 2 bedeutet 2 Einheiten nach links. Das heißt, dieser Knick wäre jetzt an dieser Stelle beim x-Wert 1 und Funktionswert 2. Also da ist der Knick auf jeden Fall zu finden. Wir wissen natürlich, durch Verschiebungen ändert sich die Gestalt des Funktionsgraphen überhaupt nicht, sodass wir einfach das Aussehen kopieren können. Wir sehen hier, wenn wir bei der Funktion f einen Schritt nach links gehen, fällt die links vom Knick um 2 ab. Das heißt, die Funktion h muss durch den Ursprung gehen. Und ebenso, wenn wir wieder einen Schritt nach links und 2 nach unten gehen, durch diesen Punkt. Rechts vom Knick ist es ein bisschen anders. Wenn wir hier einen Schritt nach rechts gehen, fällt die Funktion um 4 Einheiten ab. Ein Schritt nach rechts, 4 Einheiten nach unten und wir wären bei diesem Punkt. Und somit können wir die Funktion anhand dieser Anhaltspunkte auch bereits einzeichnen. Also das wäre jetzt die Darstellung des Graphen von h. Wie du Funktionsgraphen in vertikaler Richtung streckst und stauchst, hast du schon gelernt. Und nun machen wir dasselbe in horizontaler Richtung. Vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, probier zunächst selbst, was du noch kannst, und dann schauen wir uns gemeinsam die Lösung an. So, um da die Untersuchung zu machen, lohnt es sich natürlich sehr, eine Wertetabelle anzulegen. Hier sind ja schon drei x-Werte gegeben, nämlich minus 2, 0 und plus 2. Und unsere Betrachtung geht jetzt dorthin, dass wir uns anschauen, was passiert, wenn wir zunächst diese Argumentwerte halbieren und anschließend in die Funktion f einsetzen. Weil das sind ja schließlich die Funktionswerte von h. Natürlich, halbieren ist keine große Schwierigkeit, da bekommen wir minus 1, 0 und 1. Und die Funktionswerte an diesen drei Stellen, die können wir direkt aus dem Graphen ablesen. Wir sehen, an der Stelle minus 1 haben wir den Funktionswert minus 2, an der Stelle 0 den Funktionswert 0 und an der Stelle 1 den Funktionswert 2. Zeichnen wir diese Punkte auf dem Graphen von h einmal ein. Bei minus 2, wir müssen ja immer das, was links im Argument steht, als x einsetzen und den Funktionswert als zweite Koordinate. Also in dem Fall minus 2 und minus 2, sowie 0 und 0 und plus 2 plus 2. Wenn wir das für andere Punkte auch noch machen, das waren ja hier die ersten drei, die gesucht waren, wenn wir das für andere Punkte auch noch machen, bekommen wir die Werte 0 und minus 2. Wenn man die eintragt, finden wir eben diese zwei Elemente des Funktionsgraphen von h. Wir könnten auf der linken Seite auch noch weitermachen, da bekommen wir diese hier. Wir wissen natürlich, durch die Streckung oder Stauchung wieder die Gestalt zwar verändert, aber nicht willkürlich verzerrt. Das heißt, die geraden Stücke bleiben auch immer noch geraden Stücke. Und somit erscheint der Graph auch als Zickzackkurve, nur eben eine breitere. So, und das Ganze nennt man dann eine horizontale Streckung. Also Streckung in horizontale Richtung. Versuchen wir das noch genauer zu ergründen. Wir sehen ja hier im Argument der Funktion f, also das, was ich in die Funktion f einsetze, steht eine lineare Funktion mit der Steigung 1/2. Das bedeutet, dass die Werte im Argument von f halb so schnell durchlaufen werden wie bei der ursprünglichen Funktion f. Und halb so schnell durchlaufen heißt natürlich, dass die Funktionswerte sich langsamer entwickeln. Ja? Daher eben diese auseinandergezogene Kurve. Wenn wir hier drinnen eine Zahl hätten, die größer ist als 1,
würden die Argumentwerte schneller durchlaufen werden. Das kann man auch nochmal zusammenfassen, und zwar ganz in einer allgemeinen Form: f an der Stelle b mal x. Also b wäre da die Steigung von dieser inneren linearen Funktion. Wenn diese Zahl größer ist als 1, dann haben wir eine Stauchung. Also das staucht den Graphen von f in horizontaler Richtung. Und so wie es bei diesem Beispiel der Fall war, da haben wir eine Zahl zwischen 0 und 1, das streckt den Graphen. Wir fassen das zusammen mit einem Wiederholungsbeispiel. Wir sehen hier zwei Funktionen, die gegeben sind durch ihre Funktionsgraphen, und es erscheint so, als wäre der Funktionsgraph von g durch horizontale und vertikale Streckung bzw. Stauchung des Funktionsgraphen von f entstanden. Wir erinnern uns, wenn wir die Funktionsgleichung betrachten, die steht ja hier links, dass das, was außen passiert in der Funktionsgleichung, eine vertikale Veränderung bewirkt und das, was in der inneren Funktion passiert, eine horizontale Skalierung. Pausiere bitte das Video und versuche es selbst. Gut, dann gehen wir das gemeinsam durch. Am besten, man identifiziert zunächst einen markanten Punkt. Hier ist es wieder der Knick. Notieren wir mal die Koordinaten. Beim Punkt auf dem Funktionsgraphen von f wäre es der Punkt 4 und 2 und bei jenem auf g der Punkt 2 und 6. Wir sehen, die x-Koordinate hier ist halb so groß wie hier und die y-Koordinate ist dreimal so groß wie hier. Somit können wir direkt die Parameter auch ablesen. Beginnen wir außen. Wir sehen, der Funktionswert, also die y-Koordinate, ist dreimal so groß, daher der Parameterwert a gleich 3. Innen ist es ein bisschen tricky. Wir erinnern uns, wenn dieser Knick hier schneller erreicht wird, dann werden die Funktionswerte schneller durchlaufen und somit muss dieser innere Parameter größer sein als 1, in dem Fall gleich 2. Ja, weil der Knick wird ja doppelt so schnell erreicht, bereits bei x gleich 2 anstatt bei x gleich 4. Der zweite Fragepunkt ist fast noch ein bisschen interessanter, weil hier geht es wieder darum, selbst einen Funktionsgraphen zu zeichnen. Wir haben hier den äußeren Parameter 2 und den inneren Parameter 4. Der äußere Parameter 2 würde bewirken, dass die Funktionswerte doppelt so groß sind. Und wir nehmen wieder den Knick zum Vergleich. Das heißt, der Knick wird auf jeden Fall bei der y-Koordinate 4 stattfinden, weil 4 ist ja 2 mal 2. Und wo geschieht das Ganze? Wir sehen, die Werte innerhalb der Funktion f, die werden viermal so schnell durchlaufen. Das heißt, die x-Koordinate muss ein Viertel so groß sein und ein Viertel von 4 ist 1. Somit haben wir einen Punkt bereits gefunden auf dem Funktionsgraphen von h, nämlich 1 und 4. Ein anderer markanter Punkt ist diese Nullstelle, also der Punkt 0, 0, der auf beiden Graphen liegt. Natürlich, wenn wir diesen Punkt in horizontaler und vertikaler Richtung skalieren, egal um welchen Faktor, landen wir wieder beim Ursprung. Das heißt, der Ursprung liegt auch am Funktionsgraphen von h. Wir erinnern uns, diese Skalierung, die verzerrt ja nichts. Daher Geraden bleiben Geraden und wir können den linken Teil links vom Knick direkt einzeichnen. Und rechts vom Knick, klarerweise müssen wir überall den gleichen Funktionswert haben und das ist in dem Fall 4, der erscheint als Geradenstück, das waagerecht liegt. Ich hoffe, du hast viel dazugelernt und viel wiederholen können. Ich freue mich schon auf das nächste Video, wo wir das Ganze konkret bei linearen Funktionen nochmal betrachten werden und auch schon einen kleinen Ausblick auf die Differentialrechnung wagen, wo das bei der Tangentengleichung eine große Rolle spielt. Bis bald!